Meine lieben Freunde, eines meiner Gedichte heißt Nichts gibt es nicht. Ich möchte gern das Wort nicht ein bisschen näher beleuchten. Bei dem Geschehen in der Welt, was wir jetzt gerade so um uns haben, da treibt mich auch um, warum es viele dieser Missverständnisse gibt. Warum wir in Sackgassen feststecken. Warum wir nicht weiterkommen, wo wir festhängen. Ein kleiner Übeltäter, den wir schon ewig mit uns rumschleppen, ist das Wörtchen nicht. Warum? Nicht gibt es nicht. Und warum behaupte ich das so? Unser Geist ist schöpferisch tätig. Der möchte etwas tun. Der möchte nicht etwas nicht tun. Wir machen mal einen kleinen Ausflug zu Aladdin und die Wunderlampe. Der Geist sagt, dein Wunsch sei mir Befehl. Der sagt ja nicht, dein Wunsch sei mir nicht Befehl. Was wir lernen dürfen ist, aus diesem Märchen zum Beispiel, unsere Wünsche und unsere, Forderung ist kein schönes Wort, aber unsere Wünsche klar zu formulieren, unsere Ziele klar zu formulieren. Das hat nicht nur auf spiritueller Ebene eine Bedeutung, sondern auch ganz normal im Geschäftsverkehr. Wenn ich sage, was ich nicht möchte, ist das Ganze negativ behaftet. Zumindest bewegt es uns nicht vorwärts. Ist ein erster Schritt. Ich sage, das möchte ich nicht. Ja, aber was möchte ich denn? Was genau möchte ich? Dann geht's los. Da erwische ich mich auch selber immer dabei, dass ich gar nicht ganz genau weiß, was ich an sich möchte. Ich sage nur das nicht. Und dann überlasse ich anderen wieder zu sagen oder zu entscheiden, was sie möchten. Dann stelle ich fest, ja okay, ist vielleicht besser als das, was ich nicht wollte. Aber es ist immer noch nicht das, was ich wollte. Und ich bin ja hier auf dieser Welt, um meinen Weg zu gehen. Also darf ich mich immer einmal mehr fragen, wenn ich etwas nicht möchte, was genau denn ich möchte. Das genau ist auch bei Aladdin. Aladdin zum Beispiel, übersetzt das mal. Aladdin lässt einen Geist aus seiner Flasche. Aladdin steht für Ala und er ist Din. Alles ist in allem in allen enthalten, alles ist miteinander verbunden und ich darf meinem Geist jetzt mal bitte schön sagen, was genau soll er für mich tun? Wie gesagt, wenn ich dieses Wort nicht, dann ist es an sich auch irgendwie immer ein Widerstand. Das möchte ich nicht. Das ist negativ. Unser Geist möchte schöpfen. Er möchte was tun. Wie das auch bei Aladdin und die Wunderlampe ist. Der möchte was tun. Der würde alles für uns tun, wenn wir ihm diese Freiheit dann auch geben und ihn nicht bremsen. Dieses Wort nicht, das kann man auch sagen, ist so ein bisschen wie so ein Bremsblock. Und wir möchten ja in das Handeln kommen, in das Agieren, nicht in das Reagieren. Wir sind jetzt, wenn wir uns die ganzen politischen Geschichten angucken oder auch andere Dinge betrachten. Wir sind vielfach im Reagieren. Wir agieren nicht mehr. Hups, Wort nicht benutzt. Wir sind aus dem Agieren raus. Wir lassen uns ganz viel aus den Händen nehmen, Denken abnehmen, Tätigkeiten abnehmen. Wir reagieren nur noch auf die Dinge. Wenn wir wieder den Weg zum Agieren finden, dann finden wir auch wieder den Weg zu uns. Und das ist wichtig. Dann möchte ich nochmal anmerken, weil ich sagte, dass, oder ich hatte schon mal gesagt, Seele, Träger aller Informationen, Gott oder das Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein enthält alles Wissen und die größte Liebe.
Und wenn ich dann betrachte, dass ich eigentlich, sage ich mal, mit Hilfe oder durch meinen Verstand nur 5% ungefähr diesen Wissens abgreifen kann, dann ist das relativ wenig. Und wenn ich dann sage, nichts, was ist nichts? Ja, eigentlich ist ja 100% ist alles. Und alles, was ich als nicht existent, nicht greifbar und nicht fassbar beschreibe, drückt ja eigentlich nur aus, dass ich eventuell auch vielleicht da was nicht weiß, nicht fassen und ergreifen kann. Da darf ich offen sein für alles. Und das macht es dann wieder spannend. Also für mich ist es, nichts gibt es nicht, eine spannende Sache. Denn wenn das Nichts nicht existent ist, was ist denn dann in dem von mir so beschriebenen Nichts, was füllt das aus? Ganz viel Wissen, was mir noch fehlt. Und vielleicht ein anderes Verständnis für Liebe, dem wir uns mal nähern dürften. Wie gesagt, auch dieses Thema Nichts gibt es nicht, ist nur ein kleiner Denkanstoß. Und ihr dürft mit mir darüber gerne diskutieren, ist das falsche Wort. Wir dürfen uns gerne darüber austauschen. Ihr dürft mir eure Fragen stellen oder eure eigenen Erfahrungen mitteilen. Und zwar auf meinem Blog, meiner Internetseite www.gedankenschiffchen.de oder besucht mich bei Facebook auf meinem Gedankenschiffchen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.